So, da wären wir wieder. In der letzten Folge haben wir hier jede Menge neue Zwerge bekommen und ein Hühnchen und ein Kind. Die haben wir auch alle schön benannt nach Leuten, die sich irgendwann in den Kommentaren gemeldet haben. Jetzt will ich einmal ganz kurz laufen lassen und gucken, wie viele Leute gerade nichts zu tun haben. 3, 4, 3. Okay, wer ist denn das? Sarge hat nichts zu tun, das Kind hat nichts zu tun und einer der Hauler hat nichts zu tun. Das ist recht ungewöhnlich. Normalerweise muss immer irgendwas von irgendwo nach irgendwo gebracht werden. Wenn die also nichts zu tun haben, dann geben wir nochmal was zu tun. Wir haben hier jetzt unsere Stelle, wo nachher noch die Schreiner hin sollen. Hier waren ja die Steinmetze. Dann machen wir jetzt mal einen Stockpile für Steine. Also wir drücken P, wir drücken S. Und machen das Ganze so. Drücken jetzt Q auf den Stockpile. Und dann geben wir an, welche Steine hier rauf dürfen. Dann mache ich jetzt alle weg und suche mir nur meinen einen Stein raus, der von der Farbe her passte. Das war nicht Chert. Chert war das Orange, ne? Sondern es war Jet. Da. So, und jetzt soll bitte schön jeder Stein, der Jet heißt, dahin geschafft werden. Und tada! Keine Arbeitslosen mehr, wollte ich gerade sagen. Wir sind jetzt alle schön hier am Rumwuseln. Es gibt noch einen Trick. Theoretisch kann man unendlich viele Gegenstände auf einem Platz stapeln. Aber davon halte ich nichts. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann guckt mal ins Magma-Wiki unter Quantum Storage oder Dumping oder allgemein in den Foren einfach mal ein bisschen umschauen, da findet ihr schnell was, aber ich werde das hier nicht erklären. Jedenfalls nicht, um es zu missbrauchen. So, weiterlaufen lassen. Und jetzt wird schön der ganze Stein hier hingebracht. Und wir haben schon wieder 5 Leute, die nichts zu tun haben. Denn wir haben nicht besonders viel Stein, fällt mir gerade auf. Das ist echt nicht viel. Wir könnten jetzt weiter nach unten graben, um auch irgendwann mal Wohnräume freizustellen und so weiter. Aber je tiefer man nach unten gräbt, ich glaube ab Ebene 15 oder 10... kann man auf Kavernen stoßen. Das sind unterirdische Höhlen, wo dann auch Monster drin sein können. Und wenn man die einmal freigeschaltet hat, indem man reingestolpert ist, dann wird ein riesiger neuer Teil der Karte aufgedeckt. Der frisst zum einen Ressourcen, wodurch das Spiel laggt. Und zum anderen können Kreaturen von oben hochkommen. Und auf dem Fußboden bei uns fängt an, Moos zu wachsen und Pilze und so weiter. Und das sieht auch nicht wirklich schön aus. Also werde ich vorsichtig sein mit dem nach unten buddeln. Ich werde wahrscheinlich eher noch ein bisschen zur Seite bauen. Also wir haben hier unser 20 oder 21 mal 21 Feld auf allen Ebenen. Eventuell mache ich dann auch jeweils so ein kleines Feld dran. Also so. Und das dann halt einmal rum. Eventuell, bin ich mir noch nicht sicher. Momentan reicht der Platz hier auf jeden Fall. So, was haben wir noch an Aufgaben, die verteilen können? Wir könnten den neu eingetragenen Holzhacker mal ein bisschen Holz hacken lassen. Also DT. Und markieren den ganzen Bereich hier. Da dürfte er eine Weile zu tun haben. Bäume wachsen übrigens mit der Zeit auch nach. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen, die kommen immer wieder. Der einzige Haken an ganz vielen Bäumen abhacken ist, dass die Elfen irgendwann grumpig werden und dann einfordern, dass man bestimmte Quoten einhält bei dem Abholzen. Wenn man das nicht tut, ziehen die gegen einen Krieg und die können doch schon recht garstig werden. Und man verliert dadurch außerdem noch einen Handelspartner. Bei den Elfen muss man sowieso bei Holz ziemlich vorsichtig sein, denn wenn man mit denen etwas tauscht, was aus Holz gemacht ist, dann ziehen die sofort ab, brechen alle Handelsverträge ab. Und im Jahr drauf greifen sie einen an, weil man es gewagt hat, ein Holz derart zu missbrauchen. Ja, die sind ein wenig komisch. Also da müssen wir unbedingt drauf achten. Also auch keine Kisten voller Gold, weil dann sehen sie, oh, die Kiste ist ja aus Holz gemacht, das dürft ihr nicht, Hochverrat und ziehen ab. Da muss man halt jeden Gegenstand einzeln vertauschen und nicht kistenweise. Ah, ja, das ist übel. Aber ich sehe gerade, wir haben schon wieder so viele Arbeitslose. Das geht nicht. Oh, der Raum ist schön leer. Was hatten wir denn hier? Wir hatten hier die Farm. Hier sollte die Brauerei rein und die Küchen. Das machen wir doch mal. Also B, W.
hier die Brauerei. Machen wir ähnlich wie hier. Eine oben links in der Ecke, eine in der Mitte, eine unten links. Gehen wieder hoch. So. Und Nummer 3. 3, 4, 5. Hier müsste die Mitte sein. Das irritiert mich gerade. Ich guck mal kurz runter, ob das wirklich der Abstand war, den ich dachte. Also da ist der eine Workshop. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt der nächste Workshop. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt der nächste Workshop. Ja, okay, es kommt hin. Also Symmetrie ist erhalten. Alles ist in Ordnung. Also wir haben jetzt links unsere Distillen. Jetzt drücke ich nochmal B und W und wähle die Küche aus. Da. Und dann kommt da eine Küche hin. Wir haben langsam keinen Stein mehr. Also wir sehen hier, wir haben noch 20 Steine. Und der nächste Stein dieser Art ist 24 Felder weit entfernt. Das ist eine recht praktische Anzeige. Denn wenn man da einfach so blind drauf losklicken würde und es ist ein Stein, der ist 3000 Felder entfernt, irgendwo draußen in der Walachei, wo gerade eine Goblin-Armee ist, das wäre dann nicht so toll. Also ein halbes Auge solltet ihr auf diesen Wert hier vorne auch immer setzen. So. Da und hier hin. So, damit hätten wir schon mal die Aufgaben verteilt, die 6 Gebäude zu bauen. Aber bevor die damit anfangen, können wir auch schon mal gleich die Stockpiles setzen. Also wir brauchen einmal ein Stockpile für die Pflanzen. Das wäre hier. Wir brauchen ein Stockpile für die Fässer. Das sind Furniture. Der kommt hier hin. Und wir brauchen hier ein Stockpile für Essen. Das dann weiterverarbeitet werden kann zu richtigem Essen. So, jetzt drücken wir wieder Q für die Option, S für Settings. Und hier wollen wir jetzt nur Pflanzen haben. Und auch nur... Obwohl, nee, hier können wirklich alle Pflanzen rein. Wir haben ja genug Platz. Also drücken wir P für Permit. Und jetzt werden alle Pflanzen weiß gemacht. Das heißt, in diesem Stockpile kommen jetzt alle Pflanzen rein. Auch die, die man nicht unbedingt fermentieren kann. Aber irgendwo müssen die ja gelagert werden. Und da können wir es auch gleich hier machen. So, nächster Stockpile, das war für die Möbel. Möbel sind jedoch jede Menge Sachen. Wir wollen aber nicht jede Menge Sachen, sondern wir wollen nur die Fässer haben. Also drücken wir hier bei Typ verbieten. Also F. Und wählen hier jetzt extra einzeln aus. Wo sind die Barrels? Da. Das heißt, die einzigen Möbel, die hier abgelagert werden dürfen, sind Fässer. Escape, Escape. Hier wollten wir jetzt Essen hin tun. Also alles, was man weiterverarbeiten kann zu richtigem Essen. Dafür drücken wir erstmal B, um alles zu verbieten. Dann erlauben wir durch P Fleisch, durch P Fisch, aber nicht unpräparierten Fisch. Wenn jetzt einer von unseren Fischern losgezogen wäre, hätte den Fisch gefangen, dann wäre er unpräpariert. Dann muss man extra einen Workshop bauen, um ihn dann auszuschneiden und so weiter. Das will ich aber alles gar nicht machen. Das heißt, unpräparierte Fische können ruhig irgendwo verrotten, die will ich nicht haben. Das ist mir zu viel Arbeit. So, Eier können hier auch rein. Pflanzen nicht, die sollen in den anderen Stockpile. Trinken nicht, Käse gerne. Samen nicht, Blätter können ruhig hierher. Zu Mehl verarbeitete Pflanzen können auch hierher. Daraus können wir halt Kuchen machen und dergleichen. Fett auf jeden Fall. Fett ist recht leicht zu bekommen. Jedes Mal, wenn man Gegner umbringt oder wenn man Tiere schlachtet, kommt Fett dabei raus. Und zwar auch in rauen Mengen. Das heißt, das ist ein recht wichtiger Produkt für unsere Nahrungsmittelindustrie. Paste auch, gepresste Materialien auch und Extrakte auch. So, das sind jetzt alles Sachen, die man weiterverarbeiten kann zu richtigem Essen. Und das soll auch reichen. Escape, Escape. So, damit wäre es eigentlich schon getan mit den Stockpiles hier, könnte man sagen. Aber wenn wir das so lassen würden, wie ich es jetzt gemacht habe, würden diese Stockpiles nicht beliefert werden. Denn wir haben ja ein paar Etagen tiefer noch jede Menge andere Stockpile, nämlich den hier zum einen. Da werden alle Möbel abgeliefert, also auch die Fässer. Das heißt, die Fässer kommen oben, wo wir sie brauchen, niemals an. Das heißt, wir drücken jetzt auf diesem Stockpile S, wählen Furniture aus, wählen Typ aus und gehen jetzt hier in der Liste runter, bis wir zu Barrels kommen und nehmen das weg. Das heißt, alle Barrels, die jetzt in diesem Stockpile waren, werden nach oben gebracht. Und jedes neue Fass, das wir produzieren, wird auch automatisch nach oben gebracht. Das ist ein sehr wichtiger Faktor jetzt.
Also, dass man nicht einfach nur neue Stockpile aufbaut und davon ausgeht, dass es da schon hin transportiert wird. Man muss auch immer im Hinterkopf behalten, wo wurden die Sachen vorher gelagert, in welchem Stockpile. Und da das dann rausnehmen. Sonst kommt es halt nicht da an, wo es ankommen soll. Genauso hier bei dem linken Stockpile. Den hatten wir designiert als, da kann alles Essen rein. Vollkommen egal. Das heißt, wir drücken S, drücken Food. Dann muss das Fleisch schon mal weg mit F. Der Fisch muss weg. Die Eier müssen weg. Die Pflanzen müssen weg, weil das ja bei den Brauern ist. Trinken kann noch da bleiben. Käse muss weg, das kommt zu den Köchen. Die Samen können nicht die Plump Helmet Spawns sein, können nicht die Pigtails sein, kann nicht das Caveweed sein und kann nicht das Sweet Pot sein. Die sind nämlich oben in den Stockpiles bei den Farmen, bei den 4 Stück, die wir bisher haben. So. Die Blätter hatten wir auch bei den Köchen, die Milled Plants, also die zu Mehl zermahlenden Pflanzen auch. Fett auch, Pasta auch, gepresste Materialien auch und Extrakte auch. So, schon ist dieser Stockpile nicht mehr sehr voll, denn diese Sachen sind recht selten. Also, außer der Alkohol, aber der wird später woanders hingebracht. Was auch noch weg muss, der Haken, ist bei U. Also hier unten ist ja präpariertes Essen. Dafür haben wir schon eine Lagerstätte oben bei unserer Dining Hall, also wo die Zwerge später essen werden. Das heißt, das U muss auch weg. So, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, dadurch haben wir jetzt alle Stockpiles so gemacht, wie ich sie gerne hätte. Also die hier oben, die wir generiert haben, werden jetzt auch beliefert werden. Und dadurch dürften wir auch keine Arbeitslosen mehr haben, da wir jetzt eine ganze Weile am Packen sind. Nämlich die ganzen Sachen von hier unten nach da oben zu bringen. Okay, drücke ich einfach mal Escape und lasse das Spiel weiterlaufen. Und zack, null Arbeitslose. Und warum laufen die Zwerge da raus? Ach, wegen dem Holzhacker. Der scheint richtig fleißig bei der Arbeit zu sein. Wer warst du noch gleich? Moritzen. Ich glaube, ich nenne ihn einfach mal Moritz, das geht schneller. So, also Moritz ist ganz fleißig am Holzhacken, so lobe ich mir das. Ist er überhaupt unser Holzhacker? Nee, Moritzen war nur der Schlepper. Wer war der Holzhacker? Lord? Nein, das war ich. Liberty the Knight schleppt auch, warum auch immer. Da ist der Holzhacker, Kredas. Kredas war so fleißig. Und er schleppt sogar sein eigenes Holz nach Hause. Das lobe ich mir doch. So, unsere Wildschweine haben wir immer noch am Kartenrand, aber die scheinen ja wirklich gefahrlos zu sein. Unsere Hunde bewachen weiter den Eingang. Schön, schön. So, haben wir eigentlich inzwischen Welpen bekommen? Ich gucke mal ganz kurz unter Tiere. Nee, aber wir haben ein Hühnchen bekommen. Und hier seht ihr auch schon, bei Besitzer steht Gandalf. Also Gandalf hat schon ein Hühnchen mitgebracht, als er eingewandert ist. Das können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Wir könnten zwar recht komplizierte Fallen bauen, um das Hühnchen zu fangen und zu töten. Aber dann wäre Gandalf kurzfristig traurig. Das wollen wir erstmal nicht machen. Außerdem braucht das zu viel Zeit. Das heißt, wir werden einfach damit leben müssen, dass Gandalf jetzt durchgehend von einem kleinen gelben Hühnchen verfolgt wird. Was ja aber auch ganz lustig ist. Gucken wir mal ganz kurz, wo er ist. U. Gandalf. C. Zoom to Creature. Der ist hier und ist gerade auf dem Weg nach oben, nehme ich mal an. Und da ist auch sein Hühnchen. Zack. Na, wo bist du hin? Ah, versteckt sich. Da ist das Hühnchen. Da ist also Gandalf. Das ist schon süß. Oh, und die Etage ist jetzt frei. Das heißt, wir können jetzt hier die Tischlereien aufbauen mit B, W und dann C für Carpenters Workshop. Kommt hier in die Ecke, ist auch aus Jet. Kommt bündig hier in die Mitte, auch aus Jet. Und kommt da oben hin, auch aus Jet. Und da wir schon mal hier sind, können wir auch gleich einen Stockpile machen. Also P und W für Wood. Und da wird hier alles voll gemacht mit Holz. So, dann müssen wir aber den Stockpile hier oben deaktivieren. Das heißt, wir drücken wieder P für Stockpile, wir drücken X für Entfernen und machen den mal weg. So, jetzt dürfte ich das Spiel recht lange laufen lassen können und alle Zwerge sind beschäftigt. Das ist ja auch mal ganz nett. So muss man immer schön darauf achten, dass alle beschäftigt sind, weil wenn man unbeschäftigte Zwerge hat, dann läuft irgendwas schief. Besser gesagt, es läuft nicht so gut, wie es laufen könnte.
Und wir müssen uns ja vorbereiten für den etwaigen Angriff der Goblins, auch wenn sie das eigentlich ankündigt. Also zuerst schicken sie Babydiebe. Das sind dann einfach nur Goblins, die rumscouten, also unsichtbar sind, bis jemand sie entdeckt. Und die versuchen, zu den Kindern zu kommen und die Kinder dann zu klauen, was recht übel ist. Aber das gelingt ihnen fast nie, denn unsere Hunde hier werden die auf jeden Fall vorher entdecken. Und die Zwerge laufen ja auch durchgehend hier durch, wo auch der Goblin durchkommen muss, und dadurch werden dann auch entdeckt werden. Und die sind auch nicht besonders stark. Meistens kämpfen die auch gar nicht, die Goblins, die ersten. Aber sobald die ersten Babysnatcher kommen, müssen wir vorsichtig sein. Das heißt, sobald ich einen sehe, werde ich auch anfangen, hier überall Fallen zu bauen. Dafür werden wir aber einen Mechaniker brauchen. Wovon wir noch keinen haben. Aber was ich gerade sehe, unser Eingang ist recht unbündig. Also ich gehe mal eine Etage höher. Da ist ein Busch, der muss erstmal weg. Da drücke ich DP. So. Und wenn dieser Busch dann später abgebaut ist, dann können wir hier den Boden abtragen, damit hier der Eingang einigermaßen gleichmäßig aussieht. So, aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, denn jetzt gibt es erstmal einen Cut. Wir sehen uns also gleich wieder.